Hey Leute, ich bin der Tony. Ihr seid wieder dabei bei einer weiteren Folge. Knallhart durchgenommen, Zelda Breath of the Wild. Ich lehne mich zurück, ich lade euch ein, dass ihr euch auch zurücklehnt, dass ihr einfach mal ein bisschen den Alltag vergesst, eure Probleme, eure Sorgen. Nehmt euch ein Kissen, murmelt euch ein mit dem Kissen, lauscht mir und schaut mir zu, wie ich Zelda spiele. Viel Spaß. Wir gehen direkt mal rein. Wir haben in der letzten Folge, liebe Freunde, einen, ich sag mal Boss. Aber so, wenn wir ehrlich sind, so eine krasse Herausforderung war der jetzt nicht. Ja, gut, nämlich immer die Gefahr, die Klappe zu groß aufzureißen und dann nachher hat man dann andere Gegner. Aber ich fand den jetzt nicht so krass. Den haben wir jetzt vom ersten Versuch auch geschlagen. Nee, ich bin einmal runtergefallen. Obwohl, nee, ich bin dann nicht ganz gestorben. Egal, naja, jedenfalls haben wir ihn geschlagen. Wir haben den Donnerhelm bekommen. Und mit diesem wundervollen Donnerhelm können wir uns jetzt Richtung Titan machen. Aber mich interessiert erstmal kurz, was da oben ist. Weiß auch nicht warum, aber irgendwas finde ich da interessant. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jedenfalls kann ich ja schon mal an dieser Stelle sagen, es geht weiter. Hier ist richtig kalt gerade. Okay. Ist mir jetzt gerade zu kalt, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden heute wahrscheinlich, ich denke mal höchstwahrscheinlich, den dritten Dungeon besteigen. Ich glaube, ich werde jetzt direkt mal teleportieren, Freunde. Denn ich habe ja, was ich brauche. Und das mache ich jetzt auch. Und jetzt rede ich mal mit der, wie hieß sie, Thekla? Oder so? Und es ging ja darum, also nochmal zur Erinnerung, ich war ja bei den in diesem Frauendorf, wo ja nur Frauen rein dürfen. Da muss ich mich auch erinnern, jetzt mein Gewand wieder anzuziehen. Mein Frauengewand. Und die haben das, die haben so die Vermutung gehabt, Link, der Name, ist der Recke, man weiß es nicht. Ich musste mich halt erstmal beweisen. Die Prüfung, die ich sozusagen, oder die Aufgabe, die ich bekommen habe, war, den Donnerhelm wieder zu beschaffen, der ihnen geklaut worden ist von dieser Yika-Bande. Warum vergesse ich eigentlich ständig, wie die heißen? Deswegen gucke ich mal ins Tagebuch und gucke nochmal nach, ob das nicht irgendwo liegt. Es ist mir echt nicht so ein bisschen peinlich, dass ich das die ganze Zeit vergesse. Weißt du, Steffen, noch? Yika? Yita? Wie hießen die denn? Weißt du auch nicht. Ist auch egal. Ihr wisst doch, was ich meine. Seid mir nicht so böse, wenn ich das jetzt nicht richtig habe. Also, und genau. Und die haben ja den Donnerhelm geklaut. Und ich habe ihn jetzt dann wieder beschafft. Und ich glaube, das war so meine Art Bewährungsprüfung. Wenn ich jetzt zurückkomme mit dem Donnerhelm, dann werden sie wohl ganz schnell sagen, oh, sowas kann eigentlich nur ein Recke. Hier. Hast du den um zum Titan zu kommen? Jetzt gehen wir mal rein. Oh, wir müssen unser Frauengewand anziehen. Jetzt kommen wir nicht rein. Hey, Girls, I'm one of you. Ich mache den Weg hier ungewöhnlich. Okay. Ja, und wir dürfen nach wie vor kochen nicht vergessen. Uns ist immer noch keine Kochstelle über den Weg gelaufen. Denn in der letzten Folge, ihr erinnert euch, habe ich erwähnt, was ich schon in der vor- oder vorvorletzten Folge angeteased hatte, dass ich ja ein Rezept gefunden habe, womit ich eigentlich dieses Goronengewürz benutzen kann. Und jetzt habe ich alles dazu zusammen, aber ich muss es erst noch kochen. So, die hat ganz schön krasse... Also die Never Forget Leg Day, ne, sag ich mal. Das Problem hat die nicht. Richtig krasse Supermuskeln. So, wo ist denn die Alte? Oh. Die ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlafgemach lässt. Ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Oh. Wenn ihr irgendwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Also mit der Alten möchte ich mich nicht anlegen, die Billa. Die ist so ein bisschen... Boah, die ist ganz schön heftig. So, dann gehen wir mal hoch. Geile Mucke. Hier, nee, doch. Katzin!
ist ganz schön flirty. Ich habe dich schon erwartet. Du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wenn du sehen kannst, ich bin noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, in dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Obosa muss meine Schritte geleitet haben. Deine Schritte. Sorry, ich habe gerade meine Schritte gesagt, aber ich meinte deine Schritte. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Wie sehe ich aus? Ja, gut. Sag ich mal. Ich meine. Ja, gut, sag ich mal. Ich bin ja eine Frau. Kennt ihr Leben des Brian? Jetzt erinnert er sich. Okay. Oh, da ist Zelda. Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ja bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde. Ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Oh, Obosa! Was war das? Dieser Krach! Was machst du denn hier? Okay, das ist der Donnerhelm von Obosa, oder was? Das kam es ihm wieder. Aha. Coole Szene, finde ich. Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Es juckt schon zu sagen, er ist ein bisschen groß. Ja, sag ich. Ist ja auch meine Meinung. Ich finde ihn ein bisschen groß. Ja, ich meine, ich finde ihn ein bisschen groß. Meinst du? Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vanaburis an eine andere Stelle bewegt. Bald ist vielleicht unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Müssen wir dabei zur Seite stehen? Natürlich. Ich meine, natürlich. Es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Ich gehe schon einmal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboris nur auf Sandrobben nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandrobbe dahin. Okay, genug der Stimmen.
Okay, die hat eine Hofrobbe, Patricia. Aber, oh, das ist schon was groß. That's what she said. Jetzt schauen wir mal, jetzt können wir robben. Richtig geil, Alter. Jetzt können wir Arjen robben. Donner Titan, Donner, Donner Hahn. Das ist also in Südosten, genau da. Da gehen wir doch mal hin und Parasegeln einfach rüber. Holla, rida, ho, Parasegel, ja. Ich hab einen. Oh, Exit. Ah, wollte ich aufheben. Ja, schön. Jetzt haben wir also noch eine kleine Aufgabe, bevor es in den Titan geht, wohl. Hätte ich jetzt auch Lust drauf, irgendwie auf so Sand laufen. Shit. Flamingo-Fleisch, oder was ist das? Aber wahrscheinlich einfach auch Geflügel, ne? Ja. Wo ist mein Pfeil da? Ja, jetzt gucken wir mal, wie das mit den Robben ist. That's what Angelotti said. Kann man eigentlich die Vögel auch abschießen hier? Jupp. Vogelnuss. Kleine Kerne, die von Vögeln geliebt werden. Roh verzehrt haben sie fast keinen Effekt, aber als Kochzutat verleihen sie eine angenehme Würze. Auch wieder so ein Ding, da weiß man jetzt nicht, was es bringt. Hm. Muss ich wohl mal mit Schrauben verkochen. Ist echt geil, ich habe mal nachgeguckt. Die erste Folge von dem Zelda, meine Premiere, die hat jetzt halt so 70.000 Views schon, was echt viel ist. Aber das ist halt eigentlich ein bisschen schade, weil da war ich noch voll schlecht und habe voll viel falsch gemacht. Und ich glaube, viele Leute haben nur das geguckt und dann gar nicht mehr weitergeguckt. Und mir gar keine Chance gegeben. Umso schöner finde ich es, dass wir jetzt hier noch das gemeinsam spielen. Also alle, danke an alle Zuschauer, die regelmäßig gucken. Es freut mich, dass ihr dran geblieben seid. Allerdings könnt ihr ruhig auch eure Familie und Verwandte hier mit reinbringen, damit es noch mehr Leute gucken. Denn ich finde, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster raus, wenn ich sage, das ist schon, sind schon Welten, wie ich jetzt spiele, im Vergleich zu, sagen wir mal, bis zu den ersten 15, 20 Episoden. Irgendwann hat es halt Klick gemacht. Ziemlich spät, aber es hat Klick gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, ich gehe jetzt einfach mal. Welche Leiter nehme ich denn? Irgendwie habe ich Bock auf die andere Leiter. Dann nehme ich die doch einfach. Liebe Leitern klettern, weil man nämlich immer springen kann, so viel man will. Und dann, wenn man normal weiterläuft, dann lädt sich die Ausdauer trotzdem weiter auf. Finde ich cool. Schau mal vor, das hätte man. Oh. Da ist sie. Ausguck. Siehst du ihn? Warner Boris ist direkt vor deinen Augen. Aber uns diesem Ungenüm zu nähern, brauchen wir Sandrobben. Natürlich. Mm. Meine Kraft reicht nicht aus, um ihn zu besänftigen. Warte mal, ich habe was verpeilt. Ich habe mich gerade verdrückt. Natürlich, sag ich. Ich habe aus Versehen gerade das Falsche gedrückt. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrobben näher an den Rand kommen. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Ah, okay. Der Boris bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Habe ich genug Bombenpfeile? Aber pass auf, die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Wenn er dich trifft, wenn dich nur einer von denen trifft, kann das dein Ende sein. Kann das mein Ende sein? Das heißt nicht, dass es mein Ende ist. Der Donnerherr wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von ihm entfernst, bist du dem Blitzenschutz oder was ausgesetzt? Vergiss das bloß nicht. Hm, was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das. Versprich mir das. Keine Alleingänge. Hier, wollte ich gerade sagen, ja. Ich habe hier noch ein paar Bombenpfeile. Es sind nicht viele, aber du kannst sie gern verwenden. 20? Ja, also nice, Alter. Ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Ja, sicher!
Bombenpfeile, Füße, Blitze aufpassen. Brauche ich jetzt noch Blitzschutz-Buffs? Mm. Let's do this! Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Da muss man auch erstmal auf die Idee kommen, fucking Robben, Sandrobben in die Wüste zu machen. Okay. Unmittel der Gerudo beantwortet mir auf einem Donnerhall meinen Ruf. Ach, die hat das Schutzschild quasi, da muss ich drin bleiben, alles klar. Ich muss immer hier, ja, okay, hier drin bleiben. Ich muss gerade ganz kurz überlegen. Das ist jetzt quasi meine Prüfung vor dem Eingang, ne? Zoras war das Ding, wo ich mit dem Dude im Wasser geschwommen bin und die Pfeile in der Luft schießen musste. Dann, jetzt überlege ich gerade, was war denn das nochmal bei den Goronen? Da war doch auch so eine Voraufgabe. Fällt mir nicht ein, egal. Das ist also die Kraft des Heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Okay. Ja, sitzt nicht so gut, ne? Okay. Seht es. Geräusch! Obosa, bitte beschütze Link und mich. Jetzt weiß ich wieder. Bei dem Vulkan musste ich diese Echse abschießen mit den Bomben. Aus den Kanonen. Das war meine Aufgabe. Und dann habe ich es geschafft. Hey, und dann halt die Nerven. Okay, was? 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 Chill, chill, entspann dich mal. Bewegung! Was? Hä? Was ist da denn los? Jetzt! Link! Hey, ich check's nicht! Der haut immer. Bewegung! Bist du verletzt? Ich kapier's nicht! Da steht festhalten! Jetzt! Link! Ich weiß nicht, wie es fängt ja gut an, die Folge. Was soll ich machen? Behalte die Nerven. Wie geht das? Ah. Ja, A gedrückt halten. Sollen wir es erstmal zurückziehen? Ja, wäre wohl besser. Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Warte mal, fehlt mir noch irgendwas oder so? Muss ich das... Okay, warte mal, wir gehen nochmal hoch. Nein, wir gehen da nochmal hin jetzt. Oh Gott, das sind die Momente, wo ich jetzt schon beim Aufzeichnen weiß, der Chat regt sich gerade so hart auf. Vor allem die Leute, die es schon mal gespielt haben wahrscheinlich. Die wissen, was zu tun ist. Aber er stand festhalten. Habe ich gedrückt. Ah, und dann habe ich es auch mal mit einmal drücken probiert und mit festhalten gedrückt. Wenn du dich nicht zurückgezogen hättest, wäre es vielleicht irre, aber es ist noch gegangen. Bist du unverletzt? Denk dann, deinen Bogen und die Bombenpfeile zu überprüfen. Los, Link! Ich weiß nicht, was die will! Okay, warte mal, erstmal Bombenpfeile auswählen, für falls ich das jetzt gleich schaffe. So, und Essen, ja, haben wir auch genug. Aha. Nein, weiter. Zieh auf seine Füße. Bereit? Bist du fertig? Hier ist es extrem, die bisherigen Schutzmaßnahmen. Ach, wegen den. Weil es zu heiß ist, kann ich jetzt auch was anderes anziehen? Bereit? Link! Ist es wegen der Hitze? Bewegung! Verhalte die Nerven! Ey, Leute! Oh, Bewegung! Alles in Ordnung? Ich drück alles, was ich... Ich versuch... Oh, los geht's! Ich drück alles... Ich weiß nicht, was... Wie man das Ding reitet. Und mir ist zu heiß. Ah. Und warum fragt die ständig, ob wir uns zurückziehen sollen? Zieht auf seine Füße. Auf welche Füße? Ich soll hier auf die Dinger schießen? Nee.
Ich beschütze dich. Ja, das war jetzt nicht das, oder? Los geht's! Ja, es hat mich aber so ein bisschen weitergebracht, weil der K.O. war. Los geht's! Sei vorsichtig! Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Los geht's! Bist du verletzt? Ich weiß nicht. Warum ist das so schwer? Los geht's! Sei vorsichtig! Willst du mich eigentlich flachsen? Ich will wissen... Muss man den vielleicht so anpeitschen? Zielt auf seine Füße. Aber der meint doch die Füße vom Titan. Alles in Ordnung? Leute, seid mir nicht böse, aber ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Jetzt blitzt der. Jetzt bin ich hier im Schutzschild aber drin. Nein. Irgendwas mache ich hier komplett falsch. Was soll das denn? Ich drück doch A und dann schweißt er mich jedes Mal runter. Ziel auf seine Füße, das ist doch damit gemeint. So, das höre ich jetzt auf. Das ist ja, sind ja Flossen. Kann ich vielleicht auch mal was anderes anziehen, was so ein bisschen Wärmeschutz bietet? Du sagst immer, behalt die Nerven, ne? Aber du gehst mir dabei mega auf die Nerven. Alles in Ordnung? Da steht irgendwas mit L unten, wenn man das... Aber wie schnell soll man denn darauf reagieren? Irgendwas steht unten jetzt mit L. Langsamer, L. Vielleicht... Jetzt! Behalt die Nerven! Ich muss gleich mal googeln, wie das funktioniert, Leute. Das macht mich ja wahnsinnig. Ich gehe wieder zurück. Ich muss kurz was anderes machen und dann googeln, wie man dieses Ding reitet. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Genau, Leute, wir gehen mal kurz in die Werbung. Ich google mal kurz, wie man das Ding reitet, weil das macht mich ja wahnsinnig. Und ich verstecke das jetzt auch nicht. Ja, das nervt mich. Das nervt mich gerade übelst. Warum funktioniert das nicht? Und deswegen gehen wir die Werbung und danach bin ich nicht mehr genervt und dann weiß ich, wie es geht, hoffentlich. Bis gleich, bleibt dran. Ciao. Herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Knallhart durchgenommen. Wie ihr mir gerade ansehen könnt, ich bin sauer. Ich bin so fucking sauer. Ich bin wirklich durchs halbe Gebäude gerade gerannt und habe versucht rauszufinden, also Google hat nichts gebracht. Dann kam Steffen hier runter, hat es genauso versucht. Er hat sich übrigens genauso angestellt, wie ich, hat es auch nicht hingekriegt. Dann Gunnar hat Urlaub, der Einzige, den ich, wo ich die Nummer habe, der es auch spielt, geht nicht ran, hat Urlaub. Ilias nicht da, Gregor nicht da. Kein Mensch konnte mir gerade sagen, wie ich diese fucking Robbe reite. Dann war Timo noch da. Und er war der Letzte, war unsere letzte Chance, er kommt runter, setzt sich hier hin und fällt auch erstmal runter, genau wie ich, und sagt so, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Dann wählt er ein Schild aus. Woher sollte ich wissen mit dem scheiß Schild? Ich gehe jetzt nämlich deswegen, ich bin so sauer gerade. Wir gehen jetzt hier rein. Ich bin so sauer, ich höre mir jetzt nochmal an, was sie sagt. Und wehe, wehe, wehe. Die sagt nichts mit Schild. Ich muss jetzt kurz raus, Leute. Ihr müsst jetzt einfach meine schlechte Laune ertragen, kurz ein paar Minuten. Weil ich bin so sauer, dass ich jetzt so lange da rumgedingst habe und immer wieder runtergefallen bin. Mir nie jemand gesagt hat, dass man auf dem Schild surfen muss. Erklär mir nochmal alles. Ey, wehe, du sagst jetzt nichts mit Schild. Das Wichtigste ist, dass wir nicht unnötig in Gefahr begegnen. Ich gehe gerne noch alles mit dir durch.
Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandrob näher an ihn herankommen. Ich übernehme dabei die Führung. Okay, wird mir nicht erklärt, Schild. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greif dich seine Füße mit Bombenpfeilen an. Narubis bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung. Nein, da wird nichts kommen mit Schild! Nix, Schild, null. Oh, okay. Ja, da muss, ich muss mich jetzt beruhigen. Okay, also es ist auch nicht gespielt gerade. Ne? Ich bin wirklich sauer, dass einem das nicht gesagt worden ist. Und ich habe das echt nirgendwo rausfinden können und ich höre jetzt auf. Sorry, aber oh, fuck, ey. Vielleicht liegt es daran, dass es Montag ist. Das hat mich jetzt so aufgeregt. So, ich versuche es jetzt einfach nochmal. Vielleicht habe ich auch nicht genug Zeugs, was ich brauche und so. Aber jetzt weiß ich ja, ich muss das Schild auswählen. Habe ich eins jetzt? Nee. Warte. Ich hab nur so Scheißschilde vor allem, ne? Ja, jetzt geht's auf einmal. Mein Gott, ey. Antreiben. Ach, man muss. Okay. So. Ah, okay, er macht halt immer in die Richtung. Langsamer. Jetzt check ich's langsam. Ist gar nicht so einfach. Leute, ich war so sauer gerade, das glaubt ihr gar nicht. Ja, Schrein, gehen wir erstmal zum Schrein, oder? Ich sehe hier nichts mehr. Ja, jetzt macht's Bock, wenn man's raus hat. Okay. Ja. Was geht? Das dauert ja 100 Jahre. Wo gehen wir denn hin? Kann ich vielleicht schneller? Ja. Guck mich mal ein, du Alte. Du alte Butterbirne. Okay, jetzt kommt wieder, jetzt kommt ein Blitz schon. Ah, da ist er, ja. Ja, jetzt haben wir ihn. So, jetzt nehme ich mal hier die Bombenpfeile aus, habe ich schon. Das ist die Gelegenheit. Ja, das war ja nichts. Haben die nicht gesessen? Wie lange? War ich nicht lange dran? Hä? Sitzen die nicht? Nutzen wir die Chance. Ja, antreiben. Verarschen, ey. Jetzt gehen mir bestimmt die Pfeile aus, wette ich. Bleibt in meiner Hand, alles in Ordnung? Oh, ich hab das Ding verloren. Okay. Antreiben. Okay. Okay, ich mach jetzt mal hier Meter auf ihn. Und geh jetzt mal richtig kamikaze-mäßig hier ran. Nein! So, okay. Ah, okay, alles klar. Oh, das ist gar nicht so einfach, der haut immer ab. Die schießt auch, oder was? Nutzen wir die Chance. Bist du verletzt? Nein, ich hab losgelassen. Los geht's. Ach, Depp. Ich Depp. Jetzt. Okay. Ja, ganz ruhig. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Alles. So. Mal ein bisschen antreiben. So, und jetzt gehe ich mal hier, gib mal hier Vollgas. So, oh, ich bin natürlich auch da gefallen. Bleib in meiner Nähe. Bewegung. Ja, mach ich doch. Oh, scheiße. Rein da. Okay. Also antreiben wieder. Link, zieh auf die Füße. Weiß ich doch. Nervt mich nicht. Der macht eh gleich einen Schritt. Der war nice. Bleib in meiner Nähe. Wo bist du? Jetzt darf ich. Ups. Oh, scheiße. Ah, oh, ja, hau doch nicht ab. Du Alte. Du alte Butterbirne, hau doch nicht ab von mir. Will ich da...
Ah, aber ist gut. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall wieder beruhigt. Ich merke es gerade auch schon. Der ganze Adrenalin ist schon wieder weg. Da fragt man sich, warum tut man sich das an? Warum hat es mich so aufgeregt, frage ich mich. Das sind eigentlich wahrscheinlich irgendwelche Unterbewussten. So. Wie viele Pfeile habe ich? 23, das reicht. Ich hau die jetzt weg. Das ist ja auch relativ. Das ist ja vor allem. Das ist ja nicht schwer. Das mit dem Schild, das könnte mich immer noch so nerven. Hätte ich denn irgendwo hin müssen vorher mal? Das hat mir das irgendjemand mal erklärt mit dem Schild. Ey, ich lese doch mittlerweile eigentlich alles gewissenhaft. Jetzt ehrlich mal. Das ist nirgendwo gesehen. Alles in Ordnung, let's go. Ja, Mann. Ich treib ihn jetzt geil an. Wir müssen doch halt die Nerven. Ja, erstmal runterfallen am Anfang, klar. Bereit! Achso, ja, Schild nicht ausgewählt. Naja, so kann man das natürlich auch machen. Wenn man einfach richtig dumm ist. So, ich gebe jetzt mal Gas hier. Ich mache jetzt hier mal. Sag mal, wo es lang geht hier. Jetzt geht das ab hier, guck mal. Heizen, Alter, richtig heizen. Wo ist er? Wir schaffen das. Ich halte das Versprechen ein. Wir werden in diesen Tempel reinkommen. In den Dungeon reinkommen. In dieser Folge. So, wo ist er? So, komm mal mit deinem Schutzscheiß hierher jetzt. Wo ist sie? Ah. So, jetzt. Nutzen wir die Chance. Ich mach dich fertig jetzt hier, Alter. Ich mach dich so fertig. Alles in Ordnung? Ja, mir egal. Hab ich jetzt drauf. Scheiße. Hauptsache, ich bin den Schutz schuld. Ja, hau deinen Blitz weg jetzt. Ich warte noch so lange. Oh. Nein. Nice. Oh, jetzt. War das schon alles? Ja, die... Ja, okay, gut. Schwer mit denen so eine Kurve zu fahren. Warte mal, ich warte noch einen Blitz ab. So. Hau ihn raus jetzt, den Blitz. Komm. Jetzt komm ich, Alter. Jetzt komm ich. Ich hier mit Vollgas. Alte Sau. Schwer zu timen, ey. Gut gemacht, Link. Wo bist du? Okay. Hierher. Alter. Boah. Noch leben wir. Ja, und du fährst auch wie ein Depp. Weiter so. So. Jetzt mach doch mal ein paar Meter. Hat er gesessen? Bleib in meiner Nähe. Alter, kannst du mal aufhören, so scheiße zu fahren? Die macht immer so... Alter, die will mir helfen, aber die fährt den größten Scheiß. Jetzt ist sie wieder weg. Bleib nah bei mir, Link. So. Kannst du mal bitte blitzen, ja. So, und jetzt... Komm on, mach die Meter jetzt. Alter. Bleib drin in dem Ding. Nein, du haust wieder irgendwo hin. Ab. Hier jetzt, komm rein. Komm rein da. Nein. Wieso? Der fährt so eine lange Kurve und ich kann jetzt nicht schaffen, mal reinzukriegen. Warum tue ich mir das an? Jetzt muss ich wieder da ganz rüberfahren.
frage mich auch gerade, ist immer so ein Blitz wirklich der Tod oder kann ich noch irgendwie schnell was, so kann ich noch Maxi-Medizin nehmen oder sowas? Hinterher! Sei vorsichtig! Ups. Ja, erstmal hinfallen, natürlich klar. So, was haben wir noch für eine Hose? Auch was mit. Was mir so. Über das Maximum hinaus. Hier. Das nehme ich jetzt mal. So. Alles klar, Baby. Let's do this. Bereit? Aber wie macht man denn alle Kurven? Ich muss mal ein bisschen üben hier gerade. Ist echt schwierig, so eine scharfe Kurve zu machen. So. Na gut. Ich sehe das. Sau. So, jetzt, wo ist die Alte? Komm mit deinem Schutz her. Bleib nah bei mir, Link. Das ist die Gelegenheit. Ja, ist ja klar, dass da genau da so ein Pfeiler ist. Ah, hat nicht gereicht. Nein. Da kommt es. Vorsicht. Ich muss erstmal abwarten. Das ist mein Viech. Bewegung. Jetzt geht er erstmal in die Richtung, ne? Ja. Klar. Okay, war gut zu wissen, man stirbt nicht ganz. Bereit? Aber der geht dann in die Richtung. Ich will in die Richtung, bitte. Link, hier lang. Komm zu mir. Echt schwierig dann. Der erste ist ja voll einfach erstmal. Ey, du bist ein Arschloch! Fucking Kamel. Arsch. Oh, das ist auf jeden Fall die schmerzhafteste Folge von allen bis jetzt, glaube ich. Immer wieder diesen Weg laufen. Pass auf, Leute, ich mach's diesmal wieder mit Ruhe. Konzentration und Ruhe. Okay, mit der Macht der Cola. Und der Macht der Ruhe werden wir gemeinsam stark sein und diese Füße zum Platzen bringen. Let's do this. Alles in Ordnung. Ich bin jetzt ruhig. Konzentration. Hardcore-Modus. Hinterher! Du Thank you.
so. Bleib in meiner Nähe. In die Richtung. Ich glaub's nicht! Der geht dann in die Richtung raus, wenn ich nur mal nicht aufsteige, Mann! Ich muss jetzt schnell was essen, sonst jetzt trifft mich der Wichs. Schaffe ich aber nicht. Ich brauch irgendwas, was maximal. Wo ist überhaupt Mifa? Ich sterbe jetzt, oder? Wenn es mich trifft. Wo ist sie? Geh doch die Richtung! Okay, eins hatte ich gut. Das ist echt scheiße. Du steigst auf und dann hüpft er in die Richtung. Ich will nicht in die Richtung. Bewegung. Muss ich den erstmal umdrehen? Hinterher! Komm zu mir! Gleich tot. Ey! Das ist so schwierig, Alter. Ich glaub's nicht. Zieh auf die Füße. Wo ist er? Komm her. Wo bist du? Schieß, komm, schieß. Das ist die Gelegenheit. Komm zu mir. Jetzt geht er wieder in die Richtung. Ich muss. Schaffe ich das noch? Komm. Um jetzt gleich alles zu verlieren wieder. Komm, bleib hier drin. Ah, die macht einfach so fucking Kurven, ey. Los geht's. Komm jetzt. Komm her, bitte, komm her. Bleib in meiner Nähe. Geh weg von dem. Jetzt! Link, zieh auf die Füße! Weiß ich! Weiter so! Wo ist. Wo bist du? Ja! Ja! Fick dich! Ah! Die mich genervt hat, ey. Geh deine Füße! Und fährt aber wie so eine verrückte Oma, ey. Oh mein Gott. Du bist die schlechteste Autofahrerin, wirklich ever. Der Rest liegt an dir. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Ja, auf jeden Fall nicht mit dir am Steuer. Okay, das bewegt sich jetzt, während man im Dungeon ist, oder was? Oh, aber ich hab's geschafft, Leute, mit der Kraft der Kohle und der Kraft der Konzentration. Link, ich zähle. Das war so hart knapp. Das war so hart knapp. Oh, können wir uns kurz beruhigen, bitte? Ey, das war so fucking schwierig, wirklich. Die ist immer so Kurven gefahren und man ist mega schwierig, um die, also quasi scharfe Kurven zu machen, ey. Und dann, oh, das war echt schwierig. Aber ich hab's geschafft. Mit der Kraft der Konzentration. Ich war im Tunnel.
wie ich auch geschrien habe gerade, ne? Das war so pure Emotion. Egal, oh, sei es drum, abhaken, jetzt geht's weiter. Da mal wieder blicken lässt. Wir haben jetzt ich den neuen Schrein. Du eines Tages hierher kommen würdest. Neuen Dungeon. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen. Das ist Uburis, oder was? Die alte? Dann solltest du als erstes die Karte suchen. Okay, hier gibt's Wächter. Den Aufbau dieses Relikts verrät. Da sehe ich eine Truhe. Oh, das sieht auch aus nach irgendwie wieder Dings Boden verschieben und so aus. Also falsch rum, oben rum. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Die hat eine tolle Stimme. Okay, erstmal verdient was essen, Leute. Schön dicken Fleischspieß. Okay. Puh, ich bin ab immer noch Adrenalin gerade, wirklich. Ich merke das voll. Diese Folge, ey, die macht mich wahnsinnig. Erstmal diesen mega Wutanfall, den ich hatte vorhin, weil das nicht geklappt hat, weil mir keiner gesagt hat mit dem Schild. Dann hier diese fucking Jagd, die war auch so krass. Krass, wir bewegen uns tatsächlich, oder was? Ich mach mal schnell den Wächter kaputt hier. Jetzt geht das Gelöt weg hier. Okay, ich dachte kurz, jetzt geht da das Gelöt weg. So im Sinne von... Die Lanze ist geil, die nehmen wir. Haben wir noch was? Ja. Die ist geil, oder? Wächterlanze? Die hat jetzt so ein Symbol oben links. Was bedeutet das? Gnadenstoß. Was es genau bedeutet, weiß ich jetzt halt nicht, ne? Nehmen die mal, die ist geil. Die ist schnell, ne? Okay. Wo ist das Auge, um das Gelöt zu entfernen? Schiegerstein habe ich schon draufgelegt. Na gut. Let's do this. Wo geht's rein? Hier oder was? Okay. Nee, nicht mit den Pfeilen, mein Freund. Hätte ich wahrscheinlich, ja, hätte ich jetzt auch draufschlagen können. Mal auf. Mhm. Okay, hier ist wieder was mit Stromkreisen. Sehr böse Musik in diesem Dungeon. Dissonante Akkorde. Hier ist dann der dieses Endboss-Ding. Erst am Ende aktivieren. Ja, ja. Ah, sorry, ich hab's nochmal drauf gedrückt. Mhm. Ja, ja. Sorry. So. Okay. Ich habe die Karte noch nicht. Wo hat sie gesagt, ist die Karte? Das ist da drüben, glaube ich, ne? Wo ist der Gelötkolben? Also ganz ehrlich, in den Dungeons bis jetzt, da waren keine heißen die Wächter? Ich glaube, Wächter ist was Größeres. Aber ihr wisst schon, was ich meine, diese Roboterviecher. Ist das gleiche, die Waffe? Nee, die ist geiler. Die ist mega viel geiler, oder? Warte mal. Ich muss was wegwerfen dafür. Boah, ich glaube, die Waffe ist richtig fett. Yeah, die brauche ich eh nicht. Wächter. Oh, die ist richtig geil, Alter. Wächteraxt. Breite dünne Schallwolltechnik geschaffen. Aber das wäre auch cool, wenn mir da einer helfen könnte, auf Twitter oder irgendwo schreiben oder so. Was bedeutet, was bringt mir das denn, wenn die so blau sind? Also hat das irgendeinen Buff? Wenn die quasi, wenn das Wächterwaffen sind, aber ich sehe nicht, wo dann der Buff ist. Sind die irgendwie noch besonderer oder so? Gut. Wäre cool, wenn das einer mir sagen könnte, der Bescheid weiß. So. Jetzt geht's hier mal weiter. Erstmal umsehen. Wird einfach schwindelig, ne, wenn man sieht, wie das sich das hier so bewegt, ey.
hier? Ist eine Kiste, das ist immer gut. Okay. Bombenpfeile könnte ein Hint sein. Schön nach oben gucken. Sonst ist hier nichts drin, okay. Guck mal die Kiste an, Alter. Ha, die ist ja krass. Die kann ich mir wahrscheinlich mit einem Magnet. Da geht's auch, da ist auch eine Kiste. Ich geh mal hier hin erst. Ups. Ja, die zieh ich mir doch ran, oder? Geht bestimmt. Oder vielleicht jetzt loslassen? Nee. Hm. Schauen wir mal erstmal weiter. Ach, hier waren wir schon, okay. Hier ist der Eingang, oder was? Nee. Ja, um die Kiste kümmere ich mich noch. Wo sind die Füße? Da ist auch nochmal eine Ebene. Und da war ich. Steffen, das ist jetzt gleich bis Ende, ne? Und nicht bis Werbung, oder? Jo. Okay, das mal kurz. Das machen wir noch schnell. Mal hier schnell hoch. Da war ich auch schon. Gucken wir uns mal den Sturmkreis hier an. Okay, Leute, wir müssen leider jetzt Schluss machen. Das war's für heute. Eine für mich sehr emotionale Folge. Also ich war selten in diesem ganzen Let's Play bis jetzt so am Limit wie heute. Weiß nicht, ob ich einfach generell vielleicht heute ein bisschen genervt bin oder so. Aber das hat mich so aufgeregt mit diesem Schild, dass einem das nicht gesagt worden ist. Und generell auch, oh, das war schwierig. Aber jetzt sind wir drüber hinweg und jetzt geht's weiter mit Motivation und guter Laune. Weil wir sind jetzt im Dungeon und jetzt wird natürlich das, jetzt ist das Gehirn wieder gefragt. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder runterkommen, Adrenalin runterfahren, Rätsel lösen, Stromkreise machen und dann wieder den Boss besiegen. Mit natürlich einem einzigen Versuch, denn ihr kennt mich, ich bin ein Pro-Gamer. Wir sehen uns deswegen beim nächsten Mal. Schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, Knaller durchgenommen, Zelda Breath of the Wild. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.